Firma Holzbau-Bruno-Kaiser GmbH gibt es seit 1986. Das ist damals gegründet worden als Ein-Mann-Unternehmen vom Firmengründer, von Bruno Kaiser. Begonnen hat er relativ schnell eigentlich mit dem Bau von Häusern, also von ganzen Häusern in Holz. Das war immer schon die Vision, die er damals schon relativ früh hatte, dass man nicht nur Dachstühle, wie es bis da lang eigentlich so Gewohnheit war oder wie es bis daher Usus war, sondern dass man ganze Häuser in Holz baut. 2018 haben wir uns entschieden, dass wir in der Produktion dann nochmal den nächsten Schritt machen müssen. Das Ganze hing auch ganz klar damit zusammen, dass die Anfrage im mehrgeschossigen Bereich immer größer wurde. Dass einfach mir auch überlegen musste, wie können wir den Durchsatz nochmal erhöhen. Und da war einfach klar, dass wir das nochmal den nächsten Schritt machen müssen. Also die Firma Oertli kam auf uns zu, als wir auf der Suche waren nach dem geeigneten Werkzeug für unsere neue Technowood-Anlage und hat sich eigentlich durch eins ausgezeichnet und auch auf sich aufmerksam gemacht. Und zwar hatte sie immer direkt gefragt, welchen Einsatz braucht ihr. Also seit Ende Februar haben wir die Produktionslinie von der Firma Technowood in Betrieb. Wir haben Ausmaße von einer Länge von 50 Meter, in der Breite haben wir 4 Meter und können mit ihr Wände produzieren von bis zu 3,80 Meter und in der Höhe bis zu 65 cm. Die Anforderungen im Gesamten waren an die Werkzeuge der Firma Oertli erstmal lange Standzeiten, dann war für uns wichtig, dass wir ein gutes Schnittbild haben und dass wir natürlich auch hohe Vorschübe fahren können, damit wir in der engen Taktung von der Produktionsplanung, damit wir da aus die optimale Zeitersparnis rausholen können. Also wir haben auf dieser Technowood-Anlage, da sie sehr vielseitig ist, ziemlich alle Werkzeuge, die es im Holzbaubereich gibt, im Einsatz, vom Karpfenfräser über Schwalbenschwanzfräser, Schlangenbohrer, sonstige Kastorfräser, die auch formatieren. Natürlich die Sägen, wir haben also eine komplette Bestückung drauf. Wir können also im Prinzip auf der Platte arbeiten und im Abbund, sie kann auch abbinden durch die Karpfenfräser, durch die Sägen kann sie also im Prinzip alles machen. Es geht auch immer um das, dass man möglichst verhindert, dass man Werkzeuge doppelt oder dreifach im Einsatz hat, weil man es ja auch zum Schleifen geben muss. Wir haben also festbestückte Werkzeuge, im Prinzip Wendeplattenwerkzeuge im Einsatz, zum großen Teil vom Karpfenfräser über den Fügefräser. Da kann der Kunde selber seine Messer wechseln. Andererseits haben wir auch Vollhartmetallfräser, die eine sehr gute Oberfläche bei sichtbaren Flächen, gute Oberflächen bieten. Und da hilft nur auch ein Vollhartmetallfräser. Es kommt auch immer auf die Durchmesser drauf an. Also zwei verschiedene Technologien sind gleichzeitig im Einsatz. Wir sind momentan beim Einfahren des neuen Steckdosenfräsers. Der Steckdosenfräser fährt von oben rein in die Spiralbewegung und macht nachher letztendlich den endgültigen Durchmesser. Zugleich zieht er oben eine Phase, wo dann die Steckdose plan integriert ist in der Decke oder in der Wand. Gut, am Anfang hat man, wie schon gesagt, hat man Neuland betreten, auch was das Werkzeug angeht, oder? Aber da wurden wir schon sehr gut betreut von der Firma Oertli und auch durch das Know-how und die Fachkenntnisse sind wir sehr zufrieden. Ja, und deswegen haben wir eigentlich mit jedem Werkzeug haben wir unsere Freude und sind zufrieden. Ja.
Also im Prinzip das, was ich vorhin gesagt habe über die Partnerschaft, kann ich eigentlich nur sagen, wir sind sehr zufrieden.